Also wir suchen die letzten 8 Finalisten der Frauenfußballweltmeisterschaft 2015. Die Prognose. Und bis jetzt schaut es so aus. England 4 Punkte, Kolumbien 4 Punkte, Mexiko 1 Punkt, Frankreich 1 Punkt. Wird es jetzt so hochkommen? Ne, kann auch gar nicht, weil England und Kolumbien, die beiden mit 4 Punkten, spielen jetzt gegeneinander. Und Mexiko, Frankreich, die mit 1 Punkt spielen auch gegeneinander. Also wer bei England und Kolumbien, würde beide unentschieden reichen, dann wären England und Kolumbien durch. Dann würde ein Unentschieden 100 pro Frankreich reichen zur Auslosung ins Achtelfinale. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie die beiden Spiele laufen. Also 10 Minuten gespielt, bei beiden noch 0:0. Und jetzt vielleicht die Chance für Mexiko. Hoffentlich sehen wir jetzt endlich mal mehr Tore bei beiden Partien. Weil ich konnte zurzeit oder oft nicht gerade umswitchen und da ist die Chance für England. Nicht gerade umswitchen, das heißt, bei Thailand Deutschland gab es ein 0:0. Ja, und ja, das war's. Also, so viele Tore sind am Spieltag 3 nicht gefallen. Im Achtelfinale haben wir schon mal folgende Partien bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die Prognose: Holland gegen Kamerun haben wir schon mal sicher. Spanien gegen Nigeria haben wir schon mal sicher. Deutschland, der Gegner wird ausgelost. Kanada, der Gegner wird ausgelost. USA, der Gegner wird ausgelost. Und Ecuador, der Gegner wird ausgelost. Also das sind die Gegner, die dann zugelost werden. Gleich dann nach diesem Part. Und da ist schon die zweite Chance für Frankreich. Aber gut aufgepasst vom Torwart. Und im anderen Spiel, da geht es auch ganz schön hin und her. Also beide Spiele sehr, sehr offen. Also nicht defensiv wie in den letzten Gruppen oder in den anderen Gruppen. Da geht es schon zur Sache. In der letzten Gruppe am dritten Spieltag, am letzten Spieltag der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2015 die Prognose. Und da könnte in dem Spiel Kolumbien ein Tor fallen. Nein, aber die Chance für Kolumbien und hier auch gerade eine Chance für Frankreich. Also es geht ganz schön hin und her bei beiden Partien, weil es ist noch alles offen. 4 Punkte, 4 Punkte, 1 Punkt, 1 Punkt. Es kann noch jeder weiterkommen, es kann jeder auch noch rausfliegen. Beziehungsweise England, Kolumbien, da spielen die beiden 4-Punkte-Spieler. Also wenn jetzt beide unentschieden, wenn jetzt England und Kolumbien unentschieden spielen würde, dann könnte England, Mexiko und Frankreich so hoch gewinnen, wie sie wollen. Dann müssen sie definitiv durch die Auslosung. Falls dieses Spiel jetzt 0:0 endet und dieses Spiel auch unentschieden, dann wäre Frankreich in der Auslosung, weil sie besser ausgelost wurden als Mexiko. Und da ist auch schon eine Großchance für Frankreich, aber kläglich vergeben. Da ist eine Abseitsstellung. Abseitsstellung interessiert mich nicht. Ja, beide Partien noch 0:0. Das höchste Ergebnis laut der Prognose, das war, wenn ich jetzt nochmal nachschaue, und ja, das war das 2:3 zwischen Brasilien und Südkorea. Also 5 Tore in einem Spiel, das sind die meisten Tore laut meiner Prognose. Das kann aber bei der richtigen Frauenfußball-Weltmeisterschaft noch anders werden. Nach der Weltmeisterschaftsprognose wird es die Halbzeit bei Kolumbien, wird es weitergehen mit der U20-Europameisterschaftsprognose, das ist ja auch im Sommer. Da wird es aber nur 2 Gruppen geben, also beim Turnier gibt es ja nur 2 Gruppen. Danach, nach diesem WM-Prognose wird es dann auch die EM-Prognose geben zur U21. Also da gehen wir zur Halbzeit und da gehen wir zur Halbzeit. Ups, jetzt habe ich da schon leider angefangen.
zu Beginn der zweiten Hälfte. Es wird sich jetzt ein bisschen verzögern, aber nur ein bisschen. Also bei beiden 0-0, keine Tore gefallen. Das heißt, Kolumbien und England wären im Achtelfinale und Frankreich müsste durch die Auslosung jetzt vielleicht die Chance für Mexiko, ein Sieg und dann wären sie auch in der Auslosung dabei. Und sie müssen gewinnen, weil sie am schlechtesten ausgelost wurden laut dem Spielplan. Und da war schon die Chance für Mexiko, aber vergebens. Ja, bei beiden noch 0-0, also das wäre meine erste Konferenz, die bei beiden 0-0 enden würde, sonst wären immer Tore gefallen. 1-0, 1-1, 0-0, 1-1, 0-1, 1-0, 0-2, 0-2, 0-1, 1-0. So, die bisherigen Ergebnisse und die Chance für Frankreich. Also die beiden wollen es wissen. Entweder Mexiko oder Frankreich auf Dritter und muss durch die Auslosung. Frankreich oder Mexiko könnt jetzt 5-0, 10-0, 20-0 gewinnen, solange es hier bei England-Kolumbien 0-0 steht und beide werden dann noch weiter. Einer von den beiden müsste dann durch die Auslosung, die ja gleich danach stattfinden wird, seht ihr dann auch auf meinem Kanal. Und die Chance für Frankreich, und nein, kläglich, gut gedacht, schlecht gemacht, sagt man auch dazu. Und nicht vergessen, oder auch dann später Rot-Weiß Essen gegen FC Krei. Der Pokal. Und da war die Chance, die Riesenchance für die Engländer. Aber auch wieder kläglich vergeben, abseits. Und jetzt müsst ihr mich ja mal kurz entschuldigen, ich muss mal kurz auf die Toilette. So, da bin ich schon wieder und ist irgendwas passiert. Also bei England steht es noch 0-0 und hier, Auswechslung, ist mir jetzt wurscht, da steht es auch noch 0-0. Also 10 Minuten noch zu spielen. Im Moment immer noch England, Kolumbien im Achtelfinale, Frankreich durch die Auslosung. Oder jetzt vielleicht die Chance für Mexiko und das. Aber gut aufgepasst. Gut aufgepasst. Die letzten 5 Minuten. 5 Minuten noch zu spielen. 0-0 bei beiden. Ich sag's immer noch, England und Kolumbien im Achtelfinale. Und da ist die Chance für Kolumbien. Da ist die Chance für Frankreich. Und der Ball ist nicht drin. Und Frankreich muss durch die Auslosung. Und da ist das Spiel vorbei. Also 0-0. England und Kolumbien sind im Achtelfinale. Das heißt, wer macht jetzt Platz 3 klar, Mexiko muss jetzt ein Tor machen, sonst sind sie raus und das Spiel ist auch da vorbei. Also Kolumbien und
England im Achtelfinale und Frankreich muss durch die Auslosung. Die Auslosung seht ihr jetzt gleich bei mir im Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.